Muss ich mal gucken, was ich noch wo gebrauchen kann. Das hat man jetzt mal dabei, weil einfach so. Das ist aber alles clear. Da brauche ich das Helm-Symbol. Da kam ich noch nicht rein. Hier komme ich zu den Raben zurück, glaube ich. Das Einzige, was ich jetzt quasi gerade geschafft habe und gemacht habe, ist, ein bisschen merke, was ich nach dem letzten Speichern gemacht habe. Eins, was ich gemacht habe, ist, dieses Rätsel zu lösen. So, ich bin jetzt hier. Hier habe ich nur diesen Weg hier voll, wo ich immer noch nicht weiß, was ich hier übersehen habe. Hier habe ich noch einen, den Helmschlüssel. Hier habe ich auch einen Helmschlüssel. Ich glaube, die beiden Türen hier sind auch Helmschlüssel gewesen. Oder eine, ich glaube, die war ganz verschlossen. Dann müssen wir mal gucken, ob man nicht mit dem Hausschlüssel Türen öffnen kann, wo der, die, wo es einfach nur steht, hier ist verschlossen. Das müsste ich halt dann nachher mal checken. Hätte ich meine, ich den Schlüssel mitnehmen sollen. Ich müsste mal hier nach ganz unten gehen. Dann nochmal gucken, was das jetzt dann nochmal genau war. Jetzt der Aufzug, ne? Achteckige Einbuchtung. Zwei, vier, das sind sechse. Das sind nur sechs, ne? Ja. Warte mal. Oh, Warnung. Gut. Also hier auch nicht. Wenn ich jetzt hier reingehe, was war jetzt hier nochmal? Ein Helmsymbol, auch Helmsymbol. Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass ich jetzt quasi einmal hier rumgehen muss, mich durch die Schar von Zombies hochgehen muss und hier rein muss. Das ist alles, was ich mir jetzt so vorstellen kann. Also ich würde halt wirklich nochmal speichern gehen. Und dann versuchen da durchzulaufen. Weil wer? Weiß ich jetzt quasi dann auch nicht mehr. Wir können ja gucken, was da ganz oben war. Wie komme ich da nochmal hin? Ach, den Gang einmal komplett durchlaufen. Gucken, was ich da oben braucht. Aber da brauchte ich glaube ich auch diesen Helm, das Helmsymbol. Gottchen. Also diese Orte, wo ich heute halt noch nicht war, ne? Ein Versuch, wo ich mich halt gerade echt so versuche zu drücken, ist halt dieser Bereich. Also ist halt quasi der Bereich mit dem Hund hier und mit der Schar von Zombies, die hier durch die Scheibe kommen. Aber ich glaube, genau das ist das, wo ich jetzt langsam hin muss. Aber vor dem versuche ich mich eigentlich eher zu drücken gerade. Den gehe ich eher lieber einmal speichern, wenn ich einmal oben war. Ah, das klang gar nicht so gut. Ich glaube, da wurde gerade die Tür aufgebrochen. Und diese Aggressivität von den Zombies nervt mich auch gerade so ein bisschen. Dieses, ich weiß nicht, wo ich jetzt lang gehen kann, welche, dann sind manche noch viel, viel schneller als ich. Also ich müsste bald echt mal anfangen, die Schrotflinte mitzunehmen. Obwohl ich ja denke, brauche ich die nicht vielleicht nachher noch bei dem Endvieh, was aus dem Sarg kommen könnte, so. So die ganzen Gedanken, die mir gerade eher durch den Kopf gehen, ne? So. Hier war ja das. Ein Helmsymbol, ja. Ich will nicht dahin gehen. Weil weiß ich nicht, was ich da brauche. Brauche ich da das Symbol oder brauche ich da einen Schlüssel?
Dann muss ich erstmal hier durchgehen irgendwie. Oh, das war gut, oder? Das war so richtig gut, das mit dem Spiegel. Ach, hier runter, genau. Please. Ach, das ist, lol. He should be fine with a little more time. Richard ist bei Rebecca in guten Händen. Warum kann die sich nicht eigentlich einfach so hier drin bewegen? Und ich habe immer noch eine Tür, die ich mit dem Rüstungsschlüssel öffnen kann. Das triggert mich genauso. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt einfach alle Schlüssel mit, die ich habe. Also erstmal speichere ich und dann nehme ich alle Schlüssel mit. Wenn ich jetzt sterbe, sterbe ich. Ganz ehrlich. Dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich was benutzen muss. Oder nicht, also... So, ich habe jetzt einen kleinen Schlüssel, einen Hausschlüssel, einen Rüstungsschlüssel und das Wappen dabei. Mehr Sachen zum Türöffnen habe ich hier, glaube ich, gar nicht mehr. Die Kräuter und die Sprays und so lasse ich jetzt erstmal hier. Ich habe es gespeichert. Ich gehe jetzt drüben in diesen Gang und hoffe inständig, dass ich jetzt überlebe. Ich komme nur von der einen Seite dahin, weil hier ist ja dicht. Das haben sie schon beabsichtigt gemacht, dass ich hier nur einmal durchkomme. Das ist der andere Raum, wo hier diese Zettel hängen. Und hier komme ich halt nicht hier durch. Das heißt, ich muss hier durch den Gang gehen. Hier, wo hier draußen bei der Kanister. Mit dem Kerosin. Kerosin, ne? Hier war ich überall durch. Das heißt, ich muss hier gucken, ob ich hier rein oder... Also, hier weiß ich halt echt nicht mit dem Rätsel, ne? Bin ich jetzt sehr, sehr... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich versuche jetzt, ob ich mal hier reinkomme oder ob ich hier was erreiche. Wie komme ich da am besten hin? Durch die Haupthalle. Das heißt... Hier die Treppe hoch. Und ich gehe den langen Weg, weil ich keinen Bock habe, wieder auf die Zombies zu gehen. Ich brauche mein Leben gerade mal. Diese Momente, wenn die Musik aus ist, gefällt mir schon mal gar nicht. Also kommt jetzt quasi genau der Moment, vor dem ich mich die ganze Zeit wunderbar gedrückt habe. Irgendwann musste ich ja da mal hin. Der Schatten hier, Gott, die Spiegelung gefällt mir schon mal gar nicht. Nenn mich Schisse, aber es ist einfach nur ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich habe alle vier Schlüssel dabei, ja. Oh. Eieiei. War das die richtige Tür? Ja. Irgendwas ist halt hier in diesem Raum auch noch. Mhm.
Ein Dolch also? Und Munition. Aha, deswegen ist das auch noch rot. Gut, aber jetzt. Hier durch. Das war weniger das Problem. Jetzt kommt durch so ein großer, ne? So ein nerviger. Der kommt jetzt hier. Das war aber nicht das, was ich wollte, glaube ich. Jetzt finde ich mich draußen bei dem Hund. Bei dem Hund. Warte, hier kann das. Mann, kannst du? Oh, ich habe ihn nicht gesehen. In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Ja, aber... War nicht von dem Sarg, ne? War doch. Und jetzt dieser Köter hat mich jetzt so runtergehauen. Ja. Und jetzt der Köter hat mich jetzt so runtergehauen, dass mich der nächste Hit tötet. Noch nicht ganz okay. Was hat denn der Spencers? Okay, klappt nicht. Ah, okay, nice. Das ist das letzte Rüstungsschlüsseltür. Was hat denn der Spencers? So, jetzt muss ich mal hier gucken. Ich will mich mal vielleicht mal schlau machen. Wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Der Titel lautet, bringe das wahre Licht zu den drei Geistern. So, lass mal gucken. Hier sind die ganzen Vögel, die mir auf den Sack gehen. Ich sehe die Farben bei ihr. Lisa, geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Kopf grün, Hals lila und das andere orange. Nein, noch nicht drücken. Er ist Armband. Er ist orange. Nein. Muss ich überlegen. Grün, lila, orange, okay. Halskette. Hinter rotem Glas. Nein, nicht drücken. Und er ist hier. Gelb. Nein. Die Krone ist gelb. Hier sind die anderen wieder alle. Ich kann Farben nicht mischen. Ich muss die Farben hier irgendwie mischen in dem Bereich. Gelb, rot, gelb. Wenn ich jetzt hier das anmache, ne? Nur mal so als Idee. Wenn ich jetzt sterbe, sterbe ich. Das ist jetzt das Armband. Das muss orange sein. Es ist rot.
Bleibt das rot? Auch hier? Hat das sich orange gefärbt? Ja. Okay. Das hier muss. Das hier bleibt jetzt so, das ist nämlich rot. Das hier muss ich lila machen. Und die Krone muss grün. Das müssten die richtigen Farben sein. Yes. Jetzt die dritte Maske. Und das ist hier. Ja. Das ist das, wo ich nur von der einen Seite rankam. Draußen. Gott, ich muss dringend mich heilen und speichern gehen. Ganz dringend speichern und heilen, ey. Bam, wie cool. Maske Nummer 3 gewesen. Und ich brauche jetzt den kürzesten Weg zum Speicherpunkt. Ohne Schaden zu nehmen. Papetsu, hi. Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, soweit kann ich mich wenig beklagen. Danke. Und selbst? Hier müsste der ungefährlichste Weg sein gerade. Würde mich ärgern, wenn ich jetzt irgendwie sterbe. Niemand mag Chris mehr? Wie meinst du das? Nein! Ich hab die beiden vergessen. Oh nein, Mann! Okay. Dann halt nochmal. Diesmal weiß ich ja. Pass auf. Barband kann weg. Der Hausschlüssel kann jetzt gerade weg. Das Wappen kann jetzt gerade weg. Und ja, Lilith, ich habe jetzt hier gerade übel die Unordnung wieder reingemacht. Das ist doch egal. Ich brauche das. Um da reinzukommen. Die anderen Schlüssel brauche ich jetzt gerade einfach mal gar nicht. Das bringt mir gar nichts. Hatte ich schon mit euch geredet gehabt? Ich glaube ja, ne? Jetzt rede ich mit euch. You should be fine with a little more time. Oh Mann! Ah, das nervt gerade. Gibt halt, wie ich schon sagte vorhin, es gibt da kaum noch sichere Wege. Hm. Ich muss gucken. Ich jetzt diesen Weg ja nicht langlaufen, da warteten auch welche, ne? Da warteten auch welche.
waren die beiden, die mir auf den Sack gegangen sind. Ich muss das andere Schild nicht wieder auf jetzt. Ich habe jetzt nämlich gerade auch kein Dings dabei. Ich bin aber falsch gelaufen. Falsch gelaufen, scheiße. Ah, ich muss hier zurücklaufen, am Ende des Gangs links. Ah, na falsch rum. Komm schon. Ich werde gleich wieder laden, ey. Genau der. Genau den meinte ich. So. Ich hätte einfach hier unten speichern können. Aber wir müssen das Fahrbahn immer dabei haben. Gar keinen Bock drauf, so bei der Menge an Platz, die man hat. Die so atemberaubend viel ist. So, aber jetzt habe ich Platz für... Aha, warte mal. Warte mal, warte mal. Jetzt habe ich ja so ein bisschen Platz, ne? Bam, 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 bam. So, einmal kurz schauen. Also, wie war das jetzt? Den hier muss ich da lang schieben, ne? Da liegt der Dolch. Hier lag. Achso, andere Richtung. Hatte ich eben schon. Deswegen sah die auch immer so, so aus, als wenn da irgendwas wäre, ey. Und einmal die Munition. Jetzt ist der Gang clear? Ja, jetzt ist der Gang clear, sehr schön. Das heißt, ich muss gerade meinen Finger zeigen, hier in dem Gang ist auch noch irgendwas, was ich übersehen habe. So, und hier kommen jetzt die ganzen Viecher. Hier muss ich jetzt versuchen durchzurennen, am Ende des Ganges dann in diese Bildabteilung zu kommen und dann quasi fast durch zu sein. Das war der falsche Raum, ne? Hier durch die große Tür gehen müssen auf der anderen Seite. War schon richtig mit der großen Tür. Gehen wir schneller lang. Oh Gott! Das ist schlecht gewesen. Das wollte ich eigentlich nicht auch brauchen. Mist. Schlecht. So, und hier gehe ich jetzt bis zum Ende des Ganges. Rechts geht nicht. Nach draußen gehe ich noch nicht. Hier jetzt. Habe ich jetzt abgelegt eine Rüstungsschlüssel? Ja. Okay. So, jetzt mache ich das Licht, das Armband mache ich orange, die Halskette mache ich, nein, ah okay, ich muss von der anderen Seite drücken, okay. Nein. Ich muss von der Seite drücken. Ah, okay. Jetzt ist grün. Und er muss lila werden. Sehr schön. Dann kann ich jetzt bei ihr drücken. Ich kann mir die Maske holen. Mehr ist hier nicht, ne?
Unten ist auch clear, okay. Hier kann ich dann mit dem Schlüssel aufschließen, ja. Und habe auch das geschafft, wieder. Ein zweites Mal. So, jetzt gehen wir wieder rein. Habe ich jetzt eigentlich Leben verloren? Nein. Ich muss jetzt wieder an den anderen beiden Dudes vorbei. Ich sollte nur mal gucken, dass ich nicht mehr speichere, weil wäre lange ein bisschen riskant, ne? Ich habe nämlich auch nicht mehr viele Farbdinger jetzt. Kenneths Film, das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Jetzt ist der Raum auch clear hier. Okay, nice. Ich weiß, dass es gerade geklappt hat, ich gehe da jetzt bewusst durch. Die Verschwendung von Munition. Das bringt halt gar nichts, ey. Ich muss aber echt mit der Schrupfende durchgehen, wenn es so weitergeht. Gut. Also sind wir schon mal wieder sicher hier. Kann ich die Maske nämlich nehmen und kann sie hier mit hinlegen. Das ist Maske Nummer 3. Jetzt noch die Frage. Oh, wo gehe ich jetzt weiter? Hier brauche ich das Symbol des Spencers. Weiß ich nicht. Hier immer mit dem Sarg gewesen. Hier geht's raus und da findet man anscheinend noch irgendwas und dann kann man runter zum Sarg. Der ist ja hier. Was brauchte ich hier nochmal? Das war von der anderen Seite verschlossen, ne? Ganz oben ist der Helmschlüssel. Also ich bin das mittlerweile echt überfragt. Weil ich eigentlich quasi fast alles so weit durch habe jetzt, wo man lang gehen kann. Ich weiß das lange nicht mehr, wo ich noch lang gehen soll. Schwierig. Hier fehlt Strom. Das ist von der anderen Seite verschlossen. Hier brauche ich einen Helmschlüssel. Hier brauche ich auch diesen Helmschlüssel. Hier. Hier ist verschlossen. Lass uns mal dahin gehen. Mit dem Hausschlüssel. Dabei? Nein. Ich will mir mal angucken. Ups. Ein Schild.
Das muss der Schlüssel sein für die Scheißtür. Safe! Das ist bestimmt der Schlüssel für die Tür. Die Gesundheit ist voll. Ich nehme mal was für die Gesundheit mit. So, wird erstmal reichen. Ja, auf zur Haupthalle und dann nochmal da reingehen, ne? Und ich komme ganz sicher hier mit diesem Schlüssel rein. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich nicht mehr, wie viel. Ich kann noch zweimal speichern. Das ist halt gar nichts.